Auf ins Viertel, Leute. Viertel ist lebendig, Viertel lebt. Frankfurt ist bunt, so bunt wie das Leben, ein friedliches Miteinander. Kann es nur in diesem Viertel geben, mit Liebe und Toleranz. Auf ins Viertel. Ich sag, wir schaffen das hier im Bahnhofsviertel nur gemeinsam. Das heißt, alle an einen Tisch, dezernatsübergreifend, alle Institutionen, alle Hilfsorganisationen hier im Viertel, die Bürgerinnen und Bürger, die Gewerbetreibenden und dann alle zusammen. Und das bedeutet in meinem Fall, von meinem ersten Amtstag an, werde ich dafür sorgen, dass es einen Jour fix gibt, einmal im Monat. Auf ins Viertel, weil das Bahnhofsviertel der interessanteste Ort in ganz Frankfurt ist. Ich mag dieses Viertel, seitdem ich nach Frankfurt gekommen bin. Es ist aufregend, es ist innovativ und es bewegt sich immer was. Auf ins Viertel. Ich bin hier, um der Initiative Auf ins Viertel auch Danke zu sagen, weil wir heute viel über die Herausforderungen reden, im Bahnhofsviertel, die in der Tat schwierig sind. Die Sauberkeit, die Sicherheit im öffentlichen Raum, Hilfsangebote für die Suchtkranken. Aber ich will auch mal Danke sagen an die Initiative Auf ins Viertel. Ich empfinde, wenn ich durch das Viertel gehe, eine gewisse Spannung, weil man immer nicht weiß, was und wer einem begegnet, wenn man im Viertel unterwegs ist. Und die Bandbreite, was man sieht und was man begegnet, ist einfach riesig. Auf ins Viertel. Das Bahnhofsviertel ist attraktiv und wir wollen es noch lebenswerter machen mit all den Initiativen hier. Auf ins Viertel, dass ganz Frankfurt hier reinkommt und sich wohlfühlt. Auf ins Viertel. Ich möchte das Bahnhofsviertel wieder zu einem ganz tollen, attraktiven Ort des Ausgehens, Wohnens, Lebens und des einfach Genießens machen.